Hi und willkommen wieder bei Sarah's Music. Aber heute sage ich Welcome Bach to Sarah's Music. Der Komponist Johannes Sebastian Bach ist für viele der Komponist überhaupt und ich kenne niemanden, der die Musik von Bach nicht liebt. Wir sind heute hier in Leipzig, wo Bach die letzten 27 Jahre seines Lebens verbracht hat. Der hat viele von seinen bedeutendsten Stücke komponiert und der ist hinter mir in der Thomanerkirche begraben. Johann Sebastian Bach ist die größte Touristenattraktion in Leipzig. In der Stadt findet man ihn überall. Allein das jährlich stattfindende Bach-Festival zieht über 80.000 Besucher an. Man kann sogar musikalische Fahrradtouren buchen, wie diese Reisegruppe, die total begeistert sind, dass sie ihr Ziel endlich erreicht haben. Wir kommen aus Frankreich und von Eisenach nach Leipzig mit und, Rad. Um Bach zu besuchen? Ja. Seid ihr alle auf Bachspuren? Bach by bike ist das. Bach by bike, what a fantastic idea. Bach ist sehr wichtig für diese Stadt und hier im Bach-Archiv gibt es viel zu sehen und zu erleben. Hier sind viele Originalinstrumente aus Bach-Zeiten und hier spielt gerade ein Orchester und ich will hören, was die Hörner gerade machen. Das ist die Orgel von Bach und hier, wenn man anfasst, hört man seine Orgelwerke mit kinderfreundlicher Höhe. Wir können bei einem ganz besonderen Event dabei sein. Ein Bach-Porträt von dem Maler Elias Gottlob Hausmann wird endlich wieder in Leipzig enthüllt, nachdem es 265 Jahre um die Welt gereist ist. Johannes Sebastian Bach ist nach Hause gekommen und hier ist er. Dieses Bach-Porträt ist eines von insgesamt nur zwei Bildern, die zu Bachs Lebzeiten im Jahr 1748 entstanden sind. In den vergangenen 60 Jahren hing es in einem Wohnzimmer eines amerikanischen Sammlers. Ab jetzt ist es im Bach-Archiv zu Hause. Im Zweiten Weltkrieg brachte der damalige Besitzer das Bild ausgerechnet bei Sir John Eliot Gardiners Familie in England in Sicherheit. So kann es kein Zufall sein, dass aus Sir John Eliot Gardiner einer der weltweit führenden Bach-Spezialisten geworden ist. Thank you for taking the time to talk to us about this portrait. It's like it's a bit spooky this thing because you said good morning and good night to this portrait every day. Can you just tell us that story? Yes, well it doesn't spook me anymore, but it spooked me as a kid. I can imagine. Because I found the wig a bit off-putting and that beetle-browed look. And the rather myopic eyes staring at you. They do rather stare. Now that you say that, I feel a little bit uncomfortable. And I couldn't reconcile that look with the music of his that I was learning simultaneously. I mean, the Brandenburg Concertos, the violin concertos that I was playing, not a particularly good violinist, but I learned them, and also the motets. And I learned all the six motets of Bach, and I knew the treble parts by heart by the time I... So how old were you when the portrait came to your house? I was 0 - 4, 5. So I was born in 43. Oh, so it's literally been there, you've known this portrait all your life? Yes, I mean it came to my father's house in southwest England, in Dorset, in 1938. And from the moment that I could walk, I passed it 5-6 times a day. Did you speak to him? Yeah, I did, but I was puzzled by him. I just, you know, what is this? Who is this guy? And yet, there was this wonderful music that I was learning, which was so, so animated. And, you know, I longed for Bach to leap out of this portrait, you know, fully armed and fully invigorated and the same person who wrote this wonderful music. It took me ages to reconcile these two things, and I think the clue to it is in the lower half of his face. Because if you look at the top half, from the bridge of the nose upwards, you see the typical Kapellmeister, rather strange. And with, if you notice, his eyebrows are combed the wrong way. Oh yes, so they are. You see, they go towards the bridge of the nose. Now yours aren't, mine aren't. I mean, that's really weird. It's TV makeup. Well, is that TV makeup? Did somebody comb them for him? Did Anna Magdalena, you know, or is it just that they grow in an odd way?
And then you look at that eye, his right eye is very, very sharp and full of energy. The left eye is slightly more opaque. It's looking down a little bit. It is. And he's slightly myopic too. But quite severe. But then look from there downwards. There's a little smile in there. There's a little smile, and there's the flared nostril and the double chin. Looks like he enjoyed life. Exactly. There's the bon vivant, the father of 22 kids. You know, loved his wine, loved his beer, loved his grub, and all that humanity is in the portrait. But Bach's music is universal, just like this portrait. What is it that keeps Bach omnipresent? It is omnipresent. First of all, he's influenced every single composer that's existed since his day. I couldn't imagine music, any composer without him. I mean, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, the lot, all through the 19th century. Stravinsky, Bartok, Britten, anybody in the 20th century, and still in contemporary composers today. I'm sure that if you ask George Benjamin or if you ask Georgi Kurtag, they'd say he's the boss, he's the business. And I think it's to do with the crossing of two different planes, a horizontal plane and a vertical plane. You've got the horizontal flow of melody and rhythm, and you've got the vertical coincidence of harmony. And I think it's also one of the reasons why his music has this huge sort of outreach, and that he has a unique ability. I mean, much more than people you play regularly, like Gustav Mahler or Bruckner, to reach out to people who are grieving, people who are going through crisis of one sort or another, either through bereavement or through a loss of faith or through some awful psychological crisis in their lives. Bach has this ability to provide trost, comfort, in the most amazing way. I mean, Mozart doesn't do that to me, Haydn doesn't do it, Beethoven certainly doesn't do it, but Bach does. Das Eröffnungskonzert des Bach-Festivals. Der weltbekannte Thomaner-Chor in Leipzig singt natürlich Bach. Dieser wunderbare Chor ist einer der ältesten überhaupt. Er existiert schon seit dem Jahr 1212. Und Bach persönlich leitete ihn in seiner Zeit als Kantor der Thomaner-Kirche. Einen der Thomaner habe ich am Nachmittag vor dem Konzert getroffen. Friedrich, du bist Thomaner und das heißt, du singst in einem Chor von der Thomaskirche. Und ist das ein Fulltime-Job? Das ist auf jeden Fall ein sehr zeitintensiver Job, beziehungsweise würde ich es nicht als Job, sondern eher so als Berufung oder Auftrag sehen, dem ich mitgestalten kann. Also das ist eher eine Ehre, dort mitzumachen und ich würde es jetzt nicht irgendwie als Zwang oder Muss sehen. Ich habe mich da freiwillig dafür entschieden und ich bin sehr froh, dass ich da einen Teil dazu beitragen kann. Und Probespiel machen muss man? Ja, eine Aufnahmeprüfung muss man machen als Neunjähriger. Genau. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 18. Bist so lange dabei? Genau, ja, richtig. Wow. Also ich bin jetzt 8 Jahre dabei und mit 9 habe ich dann die Aufnahmeprüfung gemacht. Da muss man dann eben singen und Klavier spielen. Das und heißt, so du hast mit so einer Stimme angefangen? Genau, ich habe... Und jetzt? Eine Sopranstimme gehabt, genau, und dann bin ich in Alt noch kurz gekommen, dann in Stimmbruch und jetzt bin ich Bariton. Wie ist es? Ist man automatisch weiter ein guter Sänger nach dem Stimmbruch? Nee, das kann ich. Ich bin das lebende Beispiel dafür. Ich habe als Knabe viele Soli gesungen und habe ganz viele CDs auch aufgenommen und mittlerweile ist meine Stimme jetzt nicht so, dass ich sagen kann, ich habe eine übelst krasse Stimme noch. Also es ist unterschiedlich. Also manche Knaben kamen nie zum Zug und haben jetzt eine wunderbare Tenorstimme oder sowas. Also das kann man nicht festmachen. Hast du das Gefühl, du hast fast alles von Bach schon gesungen, was es gibt? Nee, also schon alleine die Vielzahl der Kantaten ist ja eine Unmengen an Kantaten. Der hat ja für jeden Sonntag 2-3 Kantaten geschrieben.
Und insofern ist es immer wieder Neuland. Jede Kantate ist eine neue Welt für sich. Kommst du manchmal zur Probe und denkst, ach, schon wieder Bach? Oder ist das wirklich so eine Sache? Weil ich finde es interessant für junge Menschen, weil Bach ist so universal. Und auch Leute, die nichts über Musik wissen, jeder hat schon mal Bach gehört. Ich finde, also gerade bei Bach ist es der lebende Beweis, dass eigentlich Bach nie langweilig sein kann. Das Willkommen zu Hause Bach-Konzert wird gleich hier auf dem Platz live übertragen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal bei Sarah's Music. Tschüss! Also das. Ja, also du hast schon von dem berühmten Horn-Challenge gehört und weil du dein Leben lang singst, das Horn ist wie singen. Also ein bisschen Bach spielen, komm. Dann Hand hier. Hier rein. Genau. Hier rein. Und tief Luft holen und 1, 2, 3. Oh komm, das wird geht was. Geht gar nicht. It's always the problem with the horn challenge, they never want to stop.